Ja, ein neues Video von Basteltown. Was ihr gerade gesehen habt, ist dieses Element. Allerdings habe ich Vollidiot vergessen, hier erst vorher mit dem Kreisschneider ein Loch reinzuschneiden. Jetzt gucke ich, ob ich das nachher noch hinkriege. Das ist nachher der Durchgriff an die Fräse. Das kommt hier unten rein. Maße habe ich eingeblendet. Jetzt kommt hier noch eine Nut rein, wo dieses Element nachher drauf sitzt. Diese 8 mm und sie, nee, irgendwie, ich sag's euch gleich. Also, tu's weg. 13 mm rein und 8 mm tief. Ich nehme jetzt einen normalen Fräser, Nutfräser. Den, alles weggeräumt, ne? Den spannen wir jetzt ein. Und dann fräsen wir schnell die Nut. Um die Höhe einzustellen, nehme ich mein Tiefenmesser. Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Genauso wie die Duodübler-Schablone. Die verlinke ich euch oben, die ich gerade benutzt habe. Die ist einfach nur genial. So, bis auf einen halben Millimeter genau hingefahren. Ne? Himmel, nein! Ich bin so ein Idiot manchmal. Hol doch das Ding vorher raus, ne? Jetzt habe ich ja hier die Ausrisse dran. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Habe ich zu viel auf einmal weggenommen. Aber das ist nicht schlimm. Ich mache hier noch eine Leiste drüber. Tue die 45 Grad anschrägen nach unten. Und dann ist dieser hässliche Scheiß nämlich versteckt. Ganz einfach. Ich baue das jetzt nicht nochmal neu. Entspanne das noch fest und tue das nur verschrauben, weil da drückt nachher das Gewicht der Säge drauf. Das heißt, es wird schon stehen bleiben. Ja, steckt die Schraube in den Finger. Eigentlich soll sie ja ins Holz. Das Eck, wo ich jetzt noch rausgeschnitten habe, da sitzt nachher die Säge drauf. Und jetzt gucke ich mal, ob das passt. Das müssen wir halt mal lupfen, ne? 3, 2... Genial. Wisst ihr was? Ich habe jetzt immer noch nicht dieses Loch da drin. Naja, dann bohre ich das jetzt mit dem neuen Kreisschneider von Falke. Den habe ich nämlich von sägeblattkönig.de bekommen. Könnt ihr mal vorbeischauen. In der Videobeschreibung ist der Link zum Shop. Da gibt es den Kreisschneider und noch viele Sachen mehr. Forstnerbohrer habe ich auch noch. Die heißen allerdings Amboss, gehört aber auch zu Sägeblattkönig. Ich habe ja einen Star M-Kreisschneider und jetzt schauen wir mal, wie der sich schlägt. Natürlich ein bisschen ausgerissen, aber das ist logisch, weil ich ja nicht von beiden Seiten konnte. Aber kein Unterschied zum Star M bis jetzt. Um diesen Schalter geht es letztendlich. Ich könnte ihn deaktivieren. Also der Hebel hier, der lässt erst zu, wenn der den Schalter verdeckt, dass man den Fräser wechseln kann. Könnte man technisch deaktivieren, aber mache ich nicht. Und um an den dran zu kommen, ist jetzt das Loch drin.
So. Perfekt. So, Bremsen sind drin. Wir bauen jetzt die Scharniere ein. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal hier 1 Zentimeter Sperrholz, legen das drunter. Hier vorne will ich 18 mm weg sein, weil 3 mm haben die Kunststoffteile, die unten drin sind, und 15 mm hat die Front und die ist ja hier eingelassen. Das heißt, wir schieben uns hier ein 18 mm Brett hin. Abstand passt. Scharnierbohrer. Fertig. Um die Höhe jetzt rauszuholen, nehme ich hier so ein Stück Penolharz, leg das hier drauf, spann das fest, legt auf, zweite Schiene, 18 mm. Festhalten. Scharnierbohrer. Fertig. Jetzt machen wir die Schubladen zusammen. Hier sieht es aus wie Sau. Und ich versuche das jetzt mal mit der Flachdübelfräse. Mal gucken, wie weit ich komme. Auf jeden Fall haben wir erstmal die Vorder- und Hinterteile, die kommen oben drauf. Das heißt, ich lege die da mal hin und mache Markierungen. Da, wo die Flachdübel reinkommen. Dann spanne ich das hier fest. Jetzt nehme ich noch eine 18er Platte hier vorne dran, hoffe, dass die hält. Was ich sagen muss, in der Zeit, wo ich die zwei Dinger jetzt gefräst habe, hätte ich es auch verschraubt. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt machen wir Trockenübung. Scheiße, da ist in der Mitte jetzt ein Bauch drin gewesen vom Holz, weil das irgendwie krumm ist. Wie ihr seht, der Basteltown, der kann auch bündig arbeiten mit der Flachdübelfräse. Allerdings ist das so eine Sache, weil wenn ich Flachdübeln tue, muss ich warten, bis der Leim trocken ist. Und diese Zeit, die habe ich einfach nicht. Deswegen sind ja jetzt auch Schrauben drin. Es wird wenig mit der Flachdübelfräse kommen bei mir, solange ich halt einen Hauptjob habe. Ich habe nicht die Zeit. Wenn ich in die Werkstatt gehe und was baue, muss es sofort einsatzbereit sein. Heißt, eine Schublade muss sofort unten rein, muss die Front dran, muss alles eingestellt werden und dann muss das sitzen. Die Zeit, um eine Schublade eine halbe Stunde trocknen zu lassen, habe ich nicht. Und so viel Zwingen habe ich auch nicht. Wenn ich jetzt die vorbaue und dann die nächste baue und dann die nächste baue, dann habe ich keine Zwingen mehr. So viel gibt mir Bessie dann auch wieder nicht. Aber das ist ja nicht schlimm, weil das ist die Werkstatt. Wenn ich mal Möbel bauen werde für die Wohnung, dann kommt die Flachdübelfräse mit Sicherheit zum Einsatz. Was ich jetzt aber sagen muss, ist, dass dadurch, dass jetzt die Absaugung dran war,
die einhellig verstopft war. Das war sie ja, wo ich die Absaugung nicht dran hatte. Und es hat auch jemand geschrieben, er hat eine Makita und die verstopft auch, wenn er die Absaugung nicht dran hat. Ich denke auch mal, das kommt aufs Holz drauf an. Wenn man jetzt Weichholz hat, wird es besser abgesaugt als Hartholz. Weichholz verbiegt sich besser, wenn man die Späne da mal anguckt. Ihr wisst, was ich meine. So, aber egal. Jetzt schrauben wir die Dinger da dran. So, jetzt kommt Tricksitze wieder. Also wenn ihr genau wissen wollt, wie die Schubladen gebaut werden mit den Maßen, die müsst ihr euch selber anpassen. Indem ich euch im Video gesagt habe, wie breit das ist, ergibt sich ja die Schublade von alleine. Und wenn ihr euch rantraut, diesen GTS-Tisch nachzubauen, dann solltet ihr auch in der Lage sein, Schubladen zu bauen. Und das kommt ja von alleine zustande. Die Schubladenbreiten macht hier allerdings lieber 2 mm breiter diese Platte als ich, weil ich habe da ein Problem damit. Aber das erkläre ich euch gleich. Jetzt muss ich hier erstmal Edding hinmachen, dass ich die Bohrlöcher habe. Seht ihr, es läuft schwer. Bis gar nicht, heißt, ich muss eh erstmal nacharbeiten. Das war bei der anderen Schublade genau dasselbe Problem. Nacharbeiten heißt jetzt, wir schneiden hier mit der Klinge rein. Ja, und ich weiß, nie zum Körper schneiden. Hörst jetzt auf. Wenn man nicht weiß, was man tut, sollte man es lassen, finde ich. Ich habe mich noch nie schwer mit dem Teppichmesser verletzt. Ich habe mich hier einmal geschnitten. Das war's. Und man darf nie drücken wie ein Ochse, weil dann geht am meisten schief. Also immer entspannt mit einem Messer arbeiten. Mein Tipp, jetzt nehmen wir hier 2 Schichten runter, dann müsste das passen. Und das Problem wird sein, die Holzplatten, die waren verzogen, weil das eine war eine Deckplatte, die oben auf der Palette drauf ist. Die war ziemlich krumm, da muss ich nächstes Mal beim Holzhändler sagen, bitte nur gerade Platten, krummes, lasse ich sofort zurückgehen. Solltet ihr auch drauf achten. Und durch diese krumme Platten kann sein, dass einer der 2 Platten nach hinten rausläuft oder nach innen. Ich glaube eher nach außen, weil ich habe schon 2 mm mehr Luft gelassen. Reicht trotzdem nicht, jetzt muss ich nochmal 2 mm wie oben und jetzt sollte es gehen. Nochmal anmalen. Wie ihr seht, 2 mm weggenommen und es passt. Läuft auch sauber. Perfekt. Der Edding hat uns jetzt noch hier hinten die Löcher übertragen für die Stöpsel, die da hinten reinfahren von der Schublade. Und die bohren wir jetzt. Und es fängt an zu regnen. Das gefällt mir jetzt natürlich, dass es regnet. Einfach jetzt auf den schwarzen Punkt. Ein Zentimeter circa rein. Ja, zieh dich rein. Und dann war es das schon. Habe ich überhaupt Aufnahme gedrückt? Ich weiß es nicht. So, einmal rein. Steht vielleicht einen halben Millimeter über. Das nehme ich nachher an der Schublade weg. Fangen wir an mit dem Korpus des vom Apothekerauszug. Da brauche ich jetzt 2 Streifen mit 57,9. Also die 57,9 tief, 68,7 hoch. Und dann habe ich oben noch 2 Zwischenbretter mit 22 drin. Und dann kommt hinten noch ein Deckel drauf und das ist dann der Korpus und den bauen wir jetzt schnell, das geht ruckzuck.
für all die, die sich mich auch unterstützen wollen, ohne etwas dafür geben zu wollen, ganz einfach abonniert meinen Kanal. Das unterstützt mich schon genug, finde ich. Los geht's mit dem Weiterbauen hier. I'm losing my grip, and I'm starting to trip. Open your eyes, open up why there's no time for lies. It's hard not to let go, and when somebody tells you I told you so, turn up the radio and bring us up. Das Ganze hat mir jetzt nicht mal eine Stunde gekostet. Der dürfte jetzt auch nicht reinpassen, weil das Vorderteil hier ist tiefer als die Schiene hinten und da hinten sitzt er auch auf diesen 8 mm, die ich da habe. So. Ja, das sehe ich, muss ich anheben. So sitzt er jetzt drin. Ja, der Kasten hier unten drin, der bleibt oder der wird geölt. Der wird nicht farblich. Die Front dafür wird dann wahrscheinlich gestrichen, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, ich mache den, lasse ich komplett geölt und die Front auch. Sonst ist es mir zu viel dunkel. Auf jeden Fall war das jetzt das Video. Das wird sonst zu viel Videomaterial. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ganz wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann bekommst du Bescheid, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Und das war's eigentlich. Die Werkzeuge, wo ich benutze, verlinke ich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal durchschauen, wenn ihr Lust habt. So, ich habe jetzt aber Feierabend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.